Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Livestream, dem zweiten Livestream hier aus der Kapelle des alten Zwölfapostelkirchhof. Ja, alles live. Wir sind ein bisschen aufgeregt wieder, obwohl wir das letzte Woche schon mal gemacht haben. Aber es ist ja immer aufregend, das live zu machen. Unsere Veranstaltung, ja, die Affäre Kiesling, hier als Gast begrüße ich sehr herzlich Herrn Dr. Heiner Möllers, der für uns hier zur Verfügung steht, aus seinem Buch, was letztes Jahr erschienen ist, zu lesen. Heiner Möllers ist Historiker und Soldat bei der Bundeswehr. Er ist tätig im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr seit 2008. Er stammt aus dem Münsterland, ist also gebürtiger Westfale, hat studiert in Münster und Freiburg und sein Arbeitsgebiet ist die Geschichte der Bundeswehr und die deren politische und mediale Wahrnehmung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Möllers, hier bei uns in der Kapelle des alten Zwölfapostelkirchhof. Ja, Kiesling. Der General Kiesling, ich kann mich noch gut erinnern, das war Anfang der 80er Jahre, Kohl war gerade Bundeskanzler geworden und dann gab es diesen Skandal, der über Monate die Republik erschütterte und wir dachten, vielleicht ist dieser Kohl, den wir gar nicht so gern hatten damals, vielleicht fegt das alle hinweg. Das war die Affäre Kiesling damals. Dann ist das in Vergessenheit geraten. Und vor einiger Zeit, Ende letzten Jahres, haben mich die Kollegen hier auf dem Kirchhof angesprochen und gesagt, weißt du, hier bei uns liegt ein ganz bedeutsamer General. Und dachte ich natürlich, ja klar, preußische Generäle liegen hier massenweise. Nein, General der Bundeswehr, General Kiesling. Und dann dachte ich, das ist ja großartig, habe das recherchiert. Und war es eben der glückliche Umstand, dass Dr. Möllers eben Ende oder im letzten Jahr ein Buch über diese Affäre herausgebracht hat, wo eben alles nochmal kompakt zusammengestellt wird. Das ist total spannend. Es ist wirklich eine Räuberpistole. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wie damals auch die Verantwortlichen damit umgegangen sind. Und ich bin sehr froh, dass wir heute diese Lesung hier haben und möchte zunächst einmal Dr. Möllers fragen, wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema gekommen? Als die Affäre lief, war ich kurz vorm Abitur. Da habe ich von dem Ganzen eigentlich nicht so viel mitbekommen. Aber 5 Jahre später, genau am 1. Februar 1989, bin ich morgens mit dem Auto von Senden nach Münster zur Uni gefahren. Und da kam um kurz nach 9 von Klaus-Jürgen Haller ein WDR2-Zeitzeichen. Und er hat in einer Viertelstunde diese Affäre nochmal auf den Punkt gebracht, mit einigen markanten O-Tönen. Und seitdem hat mich das Thema immer ein wenig begleitet. Ein paar Jahre später in Freiburg meinte ein Bibliothekar an der Ausleihe, Herr Möllers, Sie waren ja bei der Bundeswehr, die Memoiren von dem Kiesling sind auf dem Markt. Die sollten sich mal durchlesen. Dann meinte ich so, gut, dann muss ich mir die mal suchen und bestellen. Ein Griff unter die Theke und der liebe westfälische Landsmann Wolfgang Horstmann hatte das Ding dann für mich schon gleich griffbereit. Wieder ein paar Jahre später in Fürstenfeldbruck an der Offizierschule Luftwaffe drückte mir der Bibliothekar dann mal eine Dokumentation des Bundestages in die Hand, die er über hatte, in der sozusagen die wesentlichen Facts niedergelegt worden sind. Und als ich nach Potsdam kam, hat dann auch noch der damalige Pressesprecher vom Minister Wörner, Jürgen Reichert, ein Buch auf den Markt gebracht, das das Ganze aus der Sicht des Ministeriumssprechers darstellte. Und wenn man die Memoiren gelesen und die Dokumentation durch hatte, dann musste man eigentlich mit dem Kopf schütteln. Und dann gab es ein Aha-Erlebnis, dass nämlich in einer Lagerhalle, für die ich Schlüsselgewalt bekam, Zeitungsartikel liegen sollen. Aus dem Pressestab des Ministeriums. Die hat mal irgendwann jemand sichergestellt. Das habe ich mir angesehen. Überall Hängemappen, teilweise schon ein bisschen gammelig. Und mittendrin in einem Rollregal standen Leitsordner zur Affäre Kiesling, die ja nun Pi mal Daumen 4 Wochen dauerte. Aber das waren 11 Leitsordner. Und da habe ich gedacht, da musste mal irgendwann was mitmachen. Und siehe da, irgendwann ergab sich dann auch die Zeit, die mal quer zu lesen, durchzugucken und festzustellen, dass diese Affäre wirklich mehr ist als nur so ein punktuelles Ereignis um einen General, sondern diese ganzen Mechanismen von politischer und medialer Kontrolle in unserer Republik wunderbar darstellt.
Ja, wir werden gleich hören aus dem Buch, was Sie geschrieben haben. Es ist wirklich sehr spannend und lesenswert. Natürlich hatten wir diese Veranstaltung als Live-Veranstaltung, als wirkliche Live-Veranstaltung mit Menschen und Publikum gedacht, geplant. Sie wissen, das ist leider nicht möglich, aber wir hatten eingeladen und da hatte ich mich auch eigentlich sehr gefreut drüber, auch Vertreter und Vertreterinnen des Arbeitskreises homosexueller Angehöriger der Bundeswehr, um einfach diese Situation, also was das eigentlich damals bedeutete, Homosexualität und Bundeswehr und was vielleicht auch die Affäre bewirkt hat und wie die aktuelle Situation ist von Homosexuellen in der Bundeswehr, das hätten wir gerne alles besprochen. Das ist jetzt nicht möglich. Wir haben es einfach wirklich reduziert auf diese Lesung. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden diese Veranstaltung, wenn es möglich ist, gerne nachholen. Ja, jetzt würde ich gerne Dr. Möllers das Wort geben, um aus seinem Buch vorzulesen. Gut, und vielleicht muss man eins noch mal kurz vorweg schicken. Der General Dr. Günther Kiesling ist 25 geboren und hat in der Bundeswehr eigentlich eine blitzsaubere Bilderbuchkarriere gemacht. Und 1980 ist er 55 Jahre alt, ist Befehlshaber der Landstreitkräfte nördlich der Elbe. Und es stellt sich dann die Frage, was mit ihm dann nach Auslaufen dieser Verwendung auf einem deutsch-dänischen Rotationsdienstposten stattfindet, den er also nach einer Vereinbarung beider Staaten ein Jahr später, zum 1.4.1982, an einen Dänen übergeben muss. Und einen 56-jährigen General kann man natürlich nach Hause schicken, auch wenn er selber möchte. Aber es ergab sich die Möglichkeit, dass er 1982 einer der beiden Stellvertreter des alliierten Oberbefehlshabers Europa, den nennt man Sakeur, wird, weil dieser Dienstposten zum 1.4.82 frei wird. Sowas bedingt dann immer ein wenig personalplanerische Vorarbeit. Und irgendwann kommt dann der Punkt, in dem die Bundesrepublik dann gegenüber der NATO sagt, wir möchten gerne diesen General dorthin bringen. In diesem Falle ist das allerdings anders und ich komme jetzt mal zu der ersten Stelle. Als am 31. März 1981 der Weltkrieg erfahrene Major AD und Wehrexperte der FAZ, Adelbert Weinstein, das Geheimnis lüftete, dass Generalleutnant Dr. Günther Kiesling ein Jahr später der künftige deutsche Dissakeur würde, wenn die NATO zustimmt, war General Rogers, der amerikanische Oberbefehlshaber, verschnupft. Er besaß kein Mitspracherecht bei der Auswahl seines deutschen Stellvertreters und deshalb auch keine Möglichkeit, einen deutschen Offizier abzulehnen. Da von deutscher Seite umgehend keine offizielle Stellungnahme erfolgte, blieb es erstmal bei einem diplomatischen Fauxpas. Zudem wies der Artikel darauf hin, dass Rogers mit Kieslings Vorgänger, dem Admiral Günther Luther, bisher nicht zur gleichen engen Zusammenarbeit gefunden hätte wie Rogers und Luthers Vorgänger Schmückle. Offensichtlich war das Klima zwischen dem amerikanischen General und seinen deutschen Untergebenen nicht das Beste. Viel schwerwiegender war jedoch, was wenig später Klaus Jahnke erleben musste. General Rogers pflegte einen regen Briefaustausch mit seinem Befehlshaber Nordeuropa, dem britischen General Sir Anthony Farrar Hockley. Dieser schrieb dem Sakeur in zwei Briefen, dass der ihm unterstellte deutsche Befehlshaber Landjut, Generalleutnant Kiesling, in seinem Hauptquartier allgemein als homosexuell gelte. Rogers war darüber aufgebracht und zornesrot, als er Jahnke, den künftigen Büroleiter von Kiesling, in sein Büro bestellte, ihm einen handgeschriebenen Brief vorlas und ihm das Papier dann überreichte, damit er die verschiedenen Injurien wie etwa Buttfucker selbst lesen konnte. Bernard Rogers, amerikanischer Mustersoldat mit strikt puritanischen Moralvorstellungen, war schwer getroffen. Ein General als Junggeselle, der morgens mit dem Fahrrad zum Dienst kam, ging ja noch. Über diesen Crazy Guy konnte Rogers sogar schmunzeln. Aber ein schwuler General in seinem Hauptquartier, noch dazu als sein persönlicher Stellvertreter, war für ihn einfach unerträglich. Er appellierte mit größtem Nachdruck an den jungen deutschen Kapitän zur See Klaus Jahnke, alles in seinen Kräften zu tun, damit ihm diese Schmach erspart bliebe. Dabei sei es unerheblich, ob die Aussagen von Farrar Hockley letztlich zutreffen oder nicht. Der neue Stellvertreter wäre im Hauptquartier in jedem Fall vollkommen diskreditiert und ein Desaster absehbar.
Da dieser Briefaustausch des Sakör mit seinem Befehlshaber keine Privatsache ist, mussten selbstverständlich auch die Briefe Farah Hockleys im Büro der Chefetage aktenkundig und somit bekannt sein. Die Angelegenheit konnte also nur dadurch entschärft werden, dass der General aus Rendsburg, Kießling, seinen Dienst aus irgendwelchen möglichst plausiblen Gründen gar nicht erst antrat. Jedenfalls passte es ins Bild, dass der Büroleiter des Sakör, der amerikanische Brigadegeneral Smith, Janke anschließend empfahl, am besten ab jetzt Tagebuch zu führen. Nachdem Janke mit Luther, dem Vorgänger Kieslings, telefoniert hatte, reiste er in Begleitung seines Stellvertreters, Oberstleutnant Georg von Boguslawski, nach Bonn, um dem Abteilungsleiter Personal und seinem Stellvertreter, dem General Hans Kubis, in einem vertraulichen Gespräch über die dramatische Entwicklung zu berichten und dringend um eine entsprechende Reaktion der Personalführung zu bitten. Leider wurde die Brisanz der Angelegenheit kaum erkannt und die Petenten von Kubis mit dem Hinweis, dass es solche Gerüchte seit langem gäbe, wieder nach Mons entlassen. Allerdings versprach Kubis, die Sache mit den zuständigen Stellen noch einmal zu beraten. Doch das tat er nicht. Vielmehr erklärte er später im Untersuchungsausschuss gar, dass er den Verdacht der Homosexualität bei Kießling tief getroffen habe. Wenn aber Kubis schon 1981 davon erfahren hatte, Kießling zudem aus gemeinsamer Zeit beim Bundesgrenzschutz seit den frühen 1950er Jahren sowie der gemeinsamen Teilnahme am Generalstabslehrgang kannte, warum um alles in der Welt rief er nicht seinen Kameraden an? Kubis hätte etwas tun können und dies allein schon aus Gründen der vielbeschworenen Kameradschaft gegenüber dem ihm seit Anfang der 50er Jahre aus gemeinsamen BGS-Zeiten bekannten Kießling doch tun müssen. Diese Angelegenheit wurde dem Minister in dem Moment noch gar nicht zugetragen. Erst ein starkes Jahr später nahm diese Geschichte Fahrt auf. Ein Gerücht in den Mühlen der Bürokratie. Im Juli 1983. Regierungsdirektor Arthur Waldmann sah sich ungerecht behandelt. Als Jurist mit zweitem Staatsexamen hatte er die Befähigung zum Richteramt. Während aber seine Studienkameraden als Amtsrichter und Staatsanwälte in Amt und Würden saßen, war er nur Dezernatsleiter am Amt für Sicherheit der Bundeswehr in Köln, Besoldungsgruppe A15. Im Alter von 54 Jahren stellte sich ihm die Frage, ob er noch eine Chance haben könnte, leitender Regierungsdirektor Besoldungsgruppe A16 zu werden. Da ihm keiner seiner Vorgesetzten Hoffnung auf eine Beförderung machen wollte oder konnte, suchte er Rat bei einem Personalrat besonderer Art. Am 27. Juli 1983 traf er den stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptpersonalrats beim Bundesministerium der Verteidigung, Ministerialrat Werner Karasch. Karasch hatte eine ganz besondere Bilderbuchkarriere durchlaufen. 1956 war der ausgebildete Rechtspfleger als Regierungsinspektor, Besoldungsgruppe A9, in die Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums eingetreten. Seit 1958 war er Schriftführer im Vorstand des Verbandes der Beamten der Bundeswehr. 1960 wählten ihn die Beamten im Ministerium erstmals in den Hauptpersonalrat des Bundesverteidigungsministeriums und gleich stieg er zum stellvertretenden Vorsitzenden auf. Und dies blieb er mehr als 25 Jahre bis 1985. Von der üblichen Arbeit war er freigestellt, er hatte viel Zeit, kannte alles und jeden im Ministerium und erwarb sich den Ruf eines Strippenziehers, wenn es um Personalgeschäfte der Beamten ging. Und er kümmerte sich um alles, was seine Neugier weckte. Damit gewann er im Laufe der Zeit eine Stellung als graue Eminenz. Er galt als mit allen Wassern gewaschen und kannte scheinbar alle Tricks und Kniffe der Personalführung. Insofern hatte sich Waldmann den richtigen Gesprächspartner ausgesucht. Als er sein Laufbahnproblem geschildert hatte, eben doch A16 werden zu wollen, wies Karasch ihn auf ein Problem hin. In seinem fortgeschrittenen Lebensalter könne Waldmann nicht mit einem höherwertigen Dienstposten in seiner bisherigen Dienststelle rechnen. Waldmann wandte ein, dass es aber ein Dienstposten im Amt für Sicherheit der Bundeswehr sein müsse.
Über das Gespräch notierte Karasch noch am gleichen Tag: Herr Waldmann wollte auf jeden Fall auf seinem Dienstposten verbleiben, weil er gerade jetzt einen besonderen Überprüfungsvortrag bei der NATO zum Abschluss bringen müsse. Er komme zum Minister nicht durch, er wolle ihm einen Termin beschaffen. Mit dem persönlichen Referenten des Staatssekretärs habe er bereits gesprochen. Im Übrigen handele es sich nicht um eine Bagatelle, sondern um einen bedeutenden Überprüfungsvorgang bei der NATO. Sinngemäß entwickelte sich im Gespräch folgender Dialog. Meinen Sie etwa den General Kiesling? Nein, wieso? Na, der soll doch homosexuell sein. Dem gibt der General Rogers nicht mal die Hand. Und außerdem ist er mal händchenhaltend mit einem Oberst gesehen worden. Weiter notierte Karasch in seinem Vermerk, Waldmann sagte, er meine nicht Dr. Kiesing, sondern einen anderen Fall. Für Karasch war der Fall scheinbar erledigt. In diesem nach den Regularien der Personalvertretung stattfindenden Gespräch war Vertraulichkeit obligatorisch. Es wurde auch kein Protokoll über das Gespräch angelegt, sieht man von Karaschs Vermerk ab. Und dennoch hatte dieses Gespräch schwerwiegende Folgen. Waldmann informierte nach der Rückkehr in seine Dienststelle in Köln umgehend seinen Abteilungsleiter, Oberst Oskar Schneider, der erst nur einen knappen Kommentar abgab. Wenn es zutrifft, ist es schlimm. Wenn es nicht zutrifft, ist es noch schlimmer. Beide waren sich einig, dass weitere Ermittlungen notwendig seien, weshalb Waldmann bereits am 29. Juli 1983 die MAD-Gruppe S, zuständig für das Ministerium und die Deutschen an den NATO-Dienststellen in Belgien, beauftragte zu ermitteln. Und worum es ging, war nicht zu überlesen. Laut einer Quelle im BMVG soll General Dr. Kiesling homosexuell veranlagt sein. In Kenntnis diesbezüglich näherer Umstände weigert sich der NATO-Befehlshaber General Rogers, ihn zu empfangen. Der Versuch, den General Dr. Kiesling in Pension zu schicken, scheiterte, weil der zuständige Arzt in Kenntnis der homosexuellen Veranlagung eine Dienstunfähigkeit verneinte. Angeblich soll General Dr. Kiesling händchenhaltend mit einem Oberst gesehen worden sein. Vertraulichkeit wurde der Quelle zugesichert. MAD-Gruppe S führt vorrangig Ermittlungen in Brüssel durch. Die MAD-Gruppe S weigert sich, diesen Ermittlungsauftrag durchzuführen, weil ihr Leiter, ihr Kommandeur, gerade im Urlaub ist. Wenn er wieder da ist, soll er darüber entscheiden. Und im Amt für Sicherheit der Bundeswehr ist man klar darüber, dass eine solche Ermittlung gegen einen hohen General nur mit Zustimmung des Ministerbüros oder seines Vertreters des Staatssekretärs durchgeführt werden könne. Dennoch telefoniert Waldmann kurze Zeit später mit Stabsfeldwebel Jürgen Idel, einem regionalen Ermittler der MAD Gruppe 3 in Düsseldorf, und beauftragt ihn telefonisch mit einem Bild, das noch nachgeschickt wird, aufgrund seiner persönlichen Kontakte zur Kölner Kripo doch mal zu fragen, ob die mal schauen könnten. Entgegen aller Weisungslage bekommt Idel einen Auftrag, den er jetzt umgehend ausführt. Er wandte sich an den Kriminalhauptkommissar Wolfgang Rösch vom Fahndungskommissariat der Kölner Kripo und bat ihn ohne formelles Amtshilfeersuchen um Unterstützung. Er möge im Kölner homosexuellen Milieu, in dem Idel keine Kontakte besaß, durch eine Lichtbildvorlage feststellen, ob diese Person in Kölner Homolokalen bekannt sei. Idel hatte aus Sicht von Hauptkommissar Rösch keinerlei Ahnung davon, wie er nun vorgehen sollte. Kiesling war dem Kommissar hingegen völlig unbekannt, sodass er sich erst mit ein paar Fragen ein Bild von der Person machen musste, wo er Dienst leiste und wieso der MAD gerade auf Köln komme. Das ließ sich leicht erklären. Kiesling hatte schließlich in den 1970er Jahren unter zwei Anschriften in Köln gewohnt. Idel präsentierte dann ein unbearbeitetes Lichtbild, das er zuvor von der MAD-Gruppe S in Bonn bekommen hatte, welches Kiesling in Uniform zeigte. Deswegen wies Rösch es zurück. Später sagte Rösch im Untersuchungsausschuss aus, er solle mir ein Bild besorgen, das Dr. Kiesling in Zivilkleidung zeige oder dieses Bild entsprechend retuschieren. Dieses Bild oder richtig gesagt zwei Fotos habe ich dann eine Woche später zugestellt bekommen,
Das heißt, Herr Idel war bei uns im Präsidium und hat während meiner Abwesenheit zwei Fotos abgegeben. Ich habe dann den Umschlag geöffnet. Die Bilder waren insofern retuschiert, eines mit schwarzer Farbe, eines mit grüner Farbe, als man überhaupt nicht mehr erkennen konnte, dass diese Person eine Uniformjacke anhatte. Es waren keine Veränderungen vorgenommen worden im Halsbereich und am Kopf, aber ich versichere, dass nicht zu erkennen war, dass eine Uniformjacke getragen wurde. Man konnte ein weißes Hemd sehen, den Schlips und dann eine retuschierte Jacke, die schwarz-grün war, stark dunkelgrün, fast ins Schwarze hineingehend. Dunkelgrün war erkennbar, der Kopf war klar erkennbar. Kiesling lag also bei der Polizei auf dem Tisch. Rösch hat seinem jungen Kollegen, dem Kriminalkommissar Helmut Simon, den Auftrag erteilt, in der Szene zu ermitteln. Er hatte einige Bekannte dort und in diesem Bereich beträchtliche Aufklärungserfolge. Er war der geeignete Mann dazu. Rösch ließ Simon hinsichtlich der Zielperson bewusst im Unklaren und sagte ihm nicht zu Kiesing, nur, dass der Mann Günther hieß. Im Milieu werde halt ausschließlich mit Vornamen gearbeitet. Als die Kölner Truppe wenige Tage später nach einem Mord in Bochum einen unterstützenden Ermittlungsauftrag im Kölner homosexuellen Milieu durchzuführen hatte, zog Simon am 5. September 1983 mit Bochumer Kollegen durch verschiedene Kölner Kneipen. Dort legte er insgesamt 7 Bilder vor, von denen nur eines, das er zuvor von Rösch bekommen hatte, Kiesling zeigte. Bei diesem Milieu handelte es sich nach Aussage von Simon um eine abgeschirmte Gesellschaft, wo man gerne anonym bleiben möchte. Die Polizei werde dementsprechend nicht gerade positiv aufgenommen, wenn sie dort auftaucht. Aber wenn es um Kapitalsachen geht, Mord, Erpressung, Raub zum Beispiel, zum Nachteil von Homosexuellen, dann sind meistens die Wirte auch daran interessiert, das aufzuklären, weil deren Existenz gefährdet ist. Wenn aus einer Gaststätte heraus ein Raub stattfindet, ist der Wirt mit dran, wenn man so sagen darf. Gleich im Lokal, im ersten, im Café Wüsten, erhielt Simon einen Treffer. Dort erkannte man nur ein Lichtbild, nämlich das, das Herr Rösch mir gegeben hatte und erklärte, dass man diese Person kenne, aber seit 10, 12 Jahren oder länger nicht mehr gesehen habe. Ich habe dann kurz gesagt, wie kann man sich nach so langer Zeit noch an eine Person erinnern? Man erklärte mir, dass die Person, die ich gefragt habe, eine gute Menschenkenntnis habe und einen ehemaligen Gast immer wieder erkennen würde. Wir sind dann weiter in die Gaststätte Tom Tom, haben oben den Geschäftsführer getroffen, haben ihm auch die Lichtbilder vorgelegt, unter Hinweis natürlich auf den Mord in Bochum. Der war für uns ausschlaggebend und vorrangig in jeder Beziehung. Er hat sie sich angeguckt und gesagt, er erkennt da keine Person. Das wäre aber normal, da er nicht sofort im Lokal wäre. Er hätte verschiedene Lokale. Wir sollen mal seinen Buffetier fragen. Der Buffetier hat bei der Wahllichtbildvorlage spontan auf das Lichtbild, das mir Herr Rösch gegeben hatte, gezeigt und mir erklärt oder uns erklärt, dass er die Person als Stammgast kenne. Er sagt dann weiter, dass es sich um einen Angehörigen der Bundeswehr handeln soll, der mit Vornamen Günther heißt. Dann hat er noch gesagt, dass die Person manchmal einmal im Monat kommt, manchmal 2, 3 Monate gar nicht und dann wieder 2, 3 Tage hintereinander, meist am Wochenende. Zwar hatten 2 verschiedene Personen unabhängig voneinander versichert, die Person auf dem Foto erkannt zu haben, aber sicher war sich weder Helmut Simon noch später Stabsfeldwebel Jürgen Idel. Der sagte seinen Vorgesetzten, ich habe hier die Erkenntnis von einer Person, die ich nicht kenne, die wiederum einem Kommissar was berichtet hat, der wiederum einem Hauptkommissar etwas berichtet hat, der wiederum mich angerufen hat, ich halte das nicht für rund. Und am 9. September überlegt er, wie er diese Erkenntnisse ins Papier umsetzt. An diesem Freitag fragt er telefonisch Waldmann, wie er mit den Informationen umgehen und was er schreiben solle. Der karrierebewusste Regierungsdirektor leitete mit Formulierungshilfen an, was dann wenige Tage später die vagen Erkenntnisse der Kölner Polizei durchaus überzeugender darstellte, auch wenn es so nicht gewesen war.
ob die Zeugen glaubwürdig waren, ob das Bild eindeutig genug war, ob Kießling auch als er selbst erkannt oder vielleicht mit einem ähnlich aussehenden Mann verwechselt wurde, dies und vieles mehr konnte auch in den Gesprächen Idels mit Rösch nicht geklärt werden. Dennoch formulierte Idel jetzt, unter Hilfe von Waldmann am Telefon sitzend, auf dem sogenannten Austria-Papier einen Bericht. Ein Austria-Papier ist für den MAD in der Nachbetrachtung etwas, was nicht zum Vorhalt geeignet ist. Es ist eine vage Spur, die weiter verfolgt werden muss, mehr nicht. Das Ergebnis war verheerend. Dort stand dann zu lesen: Durch geeignete Ermittlungen in der Kölner Homo-Szene konnte festgestellt werden, erstens, Café Wüsten, Hohe Pforte, Köln, einschlägig bekannt als Lokal für Schwule und Lesben. Hier wurde der zu Überprüfende aus einer Serie von Fotos eindeutig als Günther von der Bundeswehr erkannt. Günther sei bereits vor 12 Jahren ein guter Gast gewesen, in den letzten Jahren sei er kaum noch erschienen. Zweitens, Disco Tom Tom, Alter Markt 4, Köln, einschlägig bekannt als Disco für jugendliche Stricher und Straftäter. Auch hier wurde der zu Überprüfende eindeutig als Günther von der Bundeswehr identifiziert. Günther verkehre dort auch heute noch monatlich und pflege Kontakt zu jugendlichen Strichern gegen Bezahlung. Da die ersten Anlaufstellen positiv waren, werden, um Unruhe in der Szene zu vermeiden, weitere Ermittlungen nicht vor Ablauf von 3 Wochen geführt. Auf Grundlage dieser anfänglich sehr vagen, im Austria-Bericht aber schwerwiegenden und belastenden Informationen meldet sich der Chef des Amts für Sicherheit der Bundeswehr beim Minister Wörner und informiert ihn mündlich anhand eines kleinen handgeschriebenen Zettels über die Homosexualitätsvorwürfe gegen den General Kießling und die Erkenntnisse der Kölner Kriminalpolizei, die so klar und eindeutig nicht waren. Minister Wörner ist seit einigen Jahren mit Kießling persönlich bekannt und entscheidet sich dazu, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr mit Kießling über diese Angelegenheit ein Gespräch führt. Am 15. September 1983 findet das statt. Der General Kießling echauffiert sich, weil der deutlich lebensjüngere General Wolfgang Altenburg damit ja nun gar nichts zu tun hat und außerdem nicht sein Vorgesetzter sei, und er verlangte, mit dem Minister zu reden. Im Beisein von Altenburg sprechen Wörner und Kießling über den Fall, und da Kießling schon seit einigen Monaten wiederholt gesagt hat, dass er vorzeitig aus dem Dienst entlassen werden möchte, einigt man sich einige Tage später, nach ein paar Mal drüber schlafen, darauf, dass General Kießling zum 31. März des Folgejahres zur Ruhe gesetzt wird und der Generalinspekteur die Verabschiedung mit dem großen Zapfenstreich regelt. Bis dahin unterzieht sich General Kießling einer schon länger anstehenden Operation an den Ohren, wird noch seinen Resturlaub abbauen, eine Abschiedsreise machen, Urlaub oder das, wie man diese Zeit jetzt überbrücken kann. Wer sein Nachfolger würde, wird man sehen. Wenige Tage später berichtet Rüdiger Moniak in der Welt, dass Generalleutnant Mack der Nachfolger von General Kießling wird, aber das haben viele andere Zeitungen erstmal überlesen oder nicht richtig zur Kenntnis genommen. Der Krisenverschärfer. Staatssekretär Dr. Joachim Hiele, der Vertreter des Ministers oder gemeinhin der Prokurist, war mehrere Monate krank und kommt am 2. November 1983 wieder in den Dienst. Als einer der Ersten spricht er mit dem Abteilungsleiter Personal, Generalleutnant Hans Kubis. Es geht um die kurze Übersicht zu eingeleiteten Stellenwechseln zum 1. April und andere Personalien. Nur kurz erwähnt der General, dass Günther Kießling nach einer Entscheidung des Ministers auch zum 31. März in den Ruhestand gehen soll. Und Kubis erwähnt beiläufig, dass hinter dieser Zurruhesetzung ein Gerücht kursiere, wonach Kießling der Homosexualität bezichtigt wird. Und ebenso erwähnte Kubis, dass der Minister am 19. September sämtliche Ermittlungen in dieser Angelegenheit untersagte.
Hiele suchte deswegen noch am gleichen Tag den Minister auf. Er wollte Hintergründe erfahren. Wörner teilte ihm mit, dass er Kieslings lange bekannten Abschiedswunsch aufgrund der Gerüchte gegen die Kiesling unter Hinweis auf sein Ehrenwort intervenierte, entsprochen habe. Der Zapfenstreich solle im März erfolgen. Für Hiele war die Wörner-altenburgisch-kieslingsche elegante Lösung nicht hinnehmbar. Homosexualität war nach den Sicherheitsbestimmungen der Bundeswehr als abnorme Veranlagung ein Sicherheitsrisiko und damit zwingend Entlassungsgrund. Und noch weniger dürfe der Minister den Eindruck erwecken, dass er dem General Kiesling aufgrund der persönlichen Bekanntheit oder seines Ranges irgendeine bevorzugte Behandlung gewähre. Der General müsse, so intervenierte Hiele am 4. November bei Wörner und wies auch in den folgenden Wochen und Monaten immer wieder darauf hin, genauso behandelt werden wie jeder Stabsunteroffizier. Und der Staatssekretär müsse an dieser Stelle auch den Minister vor möglichen politischen Angriffen in dieser Sache schützen. Wörner schien keine Wahl zu haben, als ihn Hiele auf die Gefahr einer politischen Kompromittierbarkeit hinwies. Wer konnte sicher sein, dass Kiesling nicht doch homosexuell und folglich ein Sicherheitsrisiko war? Dann könne der Minister gar nicht anders, als ihn zu entlasten. Wollte Wörner also für Kiesling wirklich die Hand ins Feuer legen, er folgte letztlich seinem bestimmt auftretenden und keine zwei Meinungen zulassenden Staatssekretär. Ja, er solle dann alle notwendigen Maßnahmen veranlassen. Faktisch bedeutet dies, nach den Sicherheitsrichtlinien der Bundesregierung zu verfahren und die Sicherheitsüberprüfung abzuschließen. Wörner hatte offensichtlich die Brisanz des Falles und vor allem dessen schwammige Grundlage verkannt. Dies verwundert nicht, denn er war in diesen Tagen abgelenkt durch ganz andere sicherheitspolitisch wichtige Themen. Nahezu ständig tagte irgendein Partei- oder Bundestagsausschuss, die NATO-Verteidigungsminister, Generale der Bundeswehr, weil die Zeit unerbittlich auf den 21. und 22. November zuschritt. An diesen beiden Tagen fand im Bundestag die letzte große Debatte über die Umsetzung des NATO-Doppelbeschlusses statt. Für die Personalie Kiesling hatte der Minister jetzt wenig Zeit. Hiele zog den Fall ganz an sich und informierte gleich den Generalinspektor Altenburg, dass er vom Minister beauftragt sei, diese Angelegenheit zu regeln. Altenburg wunderte sich, weil damit die Vereinbarung vom 19. September aufgehoben würde. Hiele hielt ihm aber genauso selbstsicher und bestimmt wie bei Wörner entgegen, dass der Generalinspekteur und erste Soldat der Bundeswehr mit Personalangelegenheiten formal nichts zu tun habe. Es sei seine Aufgabe, das Problem zu lösen. Beide Akteure stimmen in ihren Aussagen, in den Zeitzeugengesprächen aber nicht überein. Der heute 90-jährige Staatssekretär Hiele erweckte den Eindruck, dass Altenburg, gleiches Alter, über diese administrative Lösung in der Zuständigkeit des Staatssekretärs ganz froh war. Der damalige Generalinspekteur bestreitet dieses vehement. Hiele habe Altenburg vielmehr geradezu belehrt, dass ein solcher Fall nicht auf der Basis von Kameraderie erledigt werden dürfe. Hier ging es um klare Regeln, die anzuwenden seien, so drückte sich Hiele aus. Letztlich musste Altenburg erkennen, dass er von der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung und der darin definierten Rolle der Staatssekretäre ausgebremst worden war. Letztlich setzt sich der Staatssekretär durch und General Kiesling wird am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, entlassen. Das war eine wenig formvollendete Sache. Der Abteilungsleiter Personal Kubis rief am 19. Dezember Kiesling an, der damals im Bundeswehrkrankenhaus in München weilte, dass die Urkunde des Bundespräsidenten nun da sei und er doch nach Bonn kommen solle. Der Termin war schnell gefunden. Kubis wusste, dass Kiesling am 23. Dezember ohnehin nach Bonn kommen wolle. Dann solle auch die Verabschiedung stattfinden. Auf die Frage Kieslings, ob der Minister die Urkunde dann aushändige, antwortete Kubis, dass der am 23. Dezember schon im Urlaub sei. Tatsächlich war Wörner
bei Helmut Schmidts Geburtstagempfang in Hamburg. Ob er in Uniform kommen solle? Nein, das wäre nicht nötig. Und so wurde General Dr. Günther Kiesing am 23. Dezember 1983 im zivilen Anzug durch den Staatssekretär Dr. Hiele im Beisein des Generalinspekteurs der Bundeswehr, des Abteilungsleiters Personal sowie des Inspekteurs des Heeres in einer schlichten Zeremonie entlassen. Hiele war wie immer um Form bemüht. Man möge sich doch bitte aufstellen. Nun, das Opfer in der Mitte, eingerahmt von Generalskameraden, die bislang nichts gegen dieses Spektakel getan haben, überrumpelt waren oder nichts tun wollten oder konnten. Im Gegensatz zu sonstigen Verabschiedungen hatte Hiele sich nicht mit ein paar biografischen Details für eine kurze Ansprache an den Betroffenen vorbereiten lassen. Sonst legte er darauf immer Wert, wie er noch 2018 im Zeitzeugengespräch unterstrich. Bei Kiesling schien ihm das nicht nötig. Hiele begann also, den Text der Urkunde vorzutragen, als Kiesling gleich unterbrach und einen Brief an den Minister übergab. Den steckte Hiele erst einmal in die Jackentasche und fuhr fort mit der Tagesordnung. Er verlas die Urkunde, wobei es Kiesling besonders auf die Formulierung »für die dem deutschen Vaterlande geleisteten treuen Dienste spreche ich ihm Dank und Anerkennung aus« ankam. Wenigstens das stand drin. Und damit war offenkundig, dass ihm kein Dienstvergehen vorgeworfen würde. Nach diesem wenig feierlichen Akt empfahl sich Kiesling nicht, ohne auf seine Loyalität zur Bundeswehr hinzuweisen. Im Weggehen versuchte Altenburg ihm noch zu versichern, dass er das nicht gewollt habe. Für irgendwelche Sentimentalitäten hatte Kiesling keine Zeit mehr. Er erwähnte nur noch, dass er kämpfen werde. Als Kiesling verschwunden war, schaute Hiele auf den Umschlag, den er hinterlassen hatte. Der Brief war gerichtet an den Herrn Bundesminister der Verteidigung oder Vertreter im Amt. Da Hiele den Minister nun einmal vertrat, öffnete er den Brief im Beisein aller Anwesenden. Der offensichtlich auf einer Reiseschreibmaschine von Kiesling in aller Eile geschriebene Brief lautete: »Hiermit stelle ich den Antrag auf Einleitung eines disziplinargerichtlichen Verfahrens gegen mich selbst. Begründung: Ich bestehe auf Klärung der gegen mich erhobenen Vorwürfe.« Bereits während der Zeremonie richtete irgendjemand im Nebenraum Sektgläser für den weihnachtlichen Umtrunk der Ministeretage. Es ist angerichtet, die Affäre kann beginnen. Am gleichen Tag sucht General Dr. Günther Kiesling, mittlerweile AD, erst den früheren Generalinspekteur General Ulrich de Maizière auf, um ihn als Vermittler in dieser Angelegenheit zu gewinnen. De Maizière gilt Zeit seines Lebens als Pensionär sozusagen als Klassensprecher unter den Generalen. Er ist ein sehr ruhiger, bedächtiger Charakter und schien Kiesling auch aus früherer Bekanntschaft geeignet, zwischen ihm und dem Minister eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Anschließend besuchte er in Bonn den Rechtsanwalt Professor Dr. Konrad Redeker. Das war ein mit allen Wassern gewaschener Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht. Er gehörte wie Kiesling der Kriegsgeneration an, war seitdem gehbehindert, aber ein heller Kopf, Vorsitzender des Anwaltsvereins. Und als Kiesling ihm schilderte, worum es ging, sagte ihm Redeker: »Ich übernehme den Fall. Es wird eine harte Zeit für Sie, aber wir werden gewinnen.« Kiesling glaubte zu wissen, auf diesen Mann kann ich bauen. Später schrieb er dazu: »Ich fühlte mich wieder wie im Krieg.« Die Weihnachtstage plätschern dahin. Und einige Journalisten locken auf. Alexander Schander war bereits 1983 seit einigen Jahren als Journalist für die Süddeutsche Zeitung im Hauptstadtbüro in Bonn tätig. Er berichtete über die Bundespolitik mit Schwerpunkt Bundeswehr, weil er sich in dieses Metier nicht allein wegen seiner Zeit als Zeitsoldat bei der Luftwaffe eingearbeitet hatte.
Wie andere Journalisten auch, die für ihre Redaktion über Sicherheitspolitik und Bundeswehr schrieben, kannte er den ein oder anderen General oder für die Außenwirkung der Bundeswehr bedeutende Offiziere. Mit Kießling hingegen verband er nichts. Er war ihm kaum bekannt. Er wusste, dass der General in Mons Dienst leistete, mehr aber nicht. Aufhorchen ließ ihn, dass Rüdiger Moniak Ende September in der Welt den Abschied Kießlings für den 31. März ankündigte. Aber das hatte noch Zeit. Bis dahin würde es eine entsprechende Pressemitteilung geben, auf der stünde, wann und wo der große Zapfenstreich gegeben wird. Kein Grund zur Unruhe also. Dass bereits am 14. Oktober Ulrich Mackensen von der Frankfurter Rundschau im Ministerium nachfragte, ob Kießling entlassen würde, hatte Schander erst später erfahren. Als Nina Grunenberg in der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit jedoch am 9. Dezember unter dem Titel »Ohne Biesen und Lametta« den offensichtlich feststehenden Abschied Kießlings wiederholte, wurde Schander wie andere auch aufmerksam. Bislang hatte man dazu noch nichts erfahren können. Das Ministerium hüllte sich in Schweigen. Demnächst müsste er den Minister fragen. Diese Chance bot sich am 21. Dezember, zwei Tage vor Kießlings Entlassung. Minister Wörner hatte Journalisten in den Moltke-Saal auf die Harthöhe zu seiner Jahresabschlusspressekonferenz eingeladen, die eine besonders eindrucksvolle Veranstaltung war. Manfred Wörner zog Bilanz und erklärte, dass und wie er die Bundeswehr trotz der Nachrüstungsdebatte und zahlreicher Anfeindungen von Schriftstellern und der Friedensbewegung, namentlich Günter Grass und Heinrich Böll, aus den Schlagzeilen gebracht hatte. Der Generalstabslehrgang werde wieder auf 2 Jahre verlängert. Der Verwendungsstau werde durch ein Personalstrukturgesetz behoben. Und der gerade verabschiedete Bundeswehrplan 1985 werde dafür sorgen, dass das Verteidigungsministerium wieder voll im Planungsrhythmus sei. Wer hat's gemacht? Ich hab's gemacht. Das war der Tenor dieses schwungvollen Vortrags. Fragen? Nebensache. Antworten? In jeder Hinsicht positiv. Der Informations- und Pressestab wertete die Berichterstattung zur Pressekonferenz wie gewohnt aus. Tatsächlich deutete sich die erste Bewährungsprobe des Ministers in einer ganz anderen Angelegenheit unmittelbar nach der Pressekonferenz an. Es gab den obligatorischen Umtrunk mit Kölsch und halbem Hahn zur entspannten Atmosphäre zwischen Militärs und Journalisten. Schander suchte dabei den Kontakt zu General Altenburg und fragte, was denn mit General Kießling los sei. Der Generalinspekteur wich aus und erklärte, Schander möge sich doch an den Minister wenden, das sei eine sehr unersprießliche Sache. Auf dieselbe Frage an den Minister erhielt der Journalist die Antwort, ach Schander, hör mir doch mit solchem Scheiß auf, jetzt wollen wir doch erstmal ein gutes Jahr feiern. Mehr Sachinformationen gab es nicht. Mit dieser hinhaltenden Antwort hatte Manfred Wörner jedoch nicht nur den journalistischen Ehrgeiz Schanders geweckt, sondern auch dessen Spürsinn unterschätzt. Eine solche Antwort musste Fragen aufwerfen, da musste was sein. Wenn dem nicht so wäre, hätte Wörner ja eine einfache Erklärung geben können. Tat er aber nicht. Vielmehr ließ der Minister das Feld offen für alle möglichen Spekulationen. Nach Weihnachten erfuhr Schander von einem Informanten aus dem politisch-parlamentarischen Bereich, dass Kießling tatsächlich verabschiedet worden war, ohne großen Zapfenstreich. Wieso erfolgte eine solche geradezu unehrenhafte Entlassung? Was war an der Personalie Kießling dran? Ein Anruf im Ministerium beim Pressestab konnte keine Abhilfe schaffen. Oberstleutnant Werner Bach hatte zwischen den Jahren Dienst und konnte Schander nichts mitteilen. Er versprach Klärung und rief später zurück, ja, der General sei zum 31. Dezember in den Ruhestand versetzt worden. Weshalb, wusste Bach auch nicht. Nach allem, was Schander bis zu diesem Zeitpunkt recherchiert oder von und über Kollegen erfahren hatte, gab es Spannung zwischen Kießling und seinem Vorgesetzten, dem amerikanischen General Rogers. Dass Rogers eine schwierige Persönlichkeit war, war weit über die Grenzen von Mons hinaus bekannt. Worin könnte also, wenn nicht darin, Gründe liegen, die eine solch klammheimliche Verabschiedung rechtfertigten? Schander setzte sich mit seinem Leitredakteur Kurt Kister zusammen und sie überlegten, wie man darüber berichten konnte.
5. Januar, Donnerstag, die Affäre beginnt. Wörner entlässt General Kiesling, betitelte Schander nüchtern seinen Beitrag auf Seite 2. Wörner habe Kiesling am 31. Dezember in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Die übliche Verabschiedung mit großem militärischen Zeremoniell blieb für Kiesling aus. Der General nahm in Zivil am 30. Dezember von Staatssekretär Hiele seine Entlassungsurkunde entgegen, schloss der Beitrag. Wenngleich diese beiden Informationen für die Redakteure der Süddeutschen Zeitung in sich stimmig waren, glaubten sie, dass es doch mehr Hintergründe geben müsste. Kiesling habe nachgesucht, zum 1.4.84 in Ruhestand versetzt zu werden, was allerdings wegen der absehbaren Zurruhesetzung des Inspekteurs des Heeres die Nachfolgeüberlegung des Ministeriums durcheinandergebracht haben solle. Weitere Aspekte werden diskutiert. Aber außerdem habe Kiesling mit dem als raubeinig und ruppig geltenden Rogers immer wieder Reibereien gehabt, schreibt Schander. Es sei nie eine Basis für gedeihliche Zusammenarbeit mit dem US-General entstanden, hieß es. Darüber hinaus habe Rogers Kiesling immer wieder Aufgaben zugewiesen, die den 56-Jährigen offensichtlich nicht befriedigt haben. Kurt Kister nutzte die Verabschiedung Kieslings in einem Kommentar derselben Ausgabe auf Seite 4 mit dem Titel »Demonstrative Entlassung«. Wie zu hören ist, schrieb er, hieß es noch Ende Dezember, Kiesling sei aus gesundheitlichen Gründen auf eigenen Antrag bereits jetzt in Pension geschickt worden. Nun aber lässt Minister Wörner betonen, er selbst habe die Entscheidung getroffen und wolle nicht über die Gründe diskutieren. Der klammheimliche Rausschmiss hat offensichtlich demonstrativen Charakter. Aus dem Verteidigungsministerium trat als erstes der parlamentarische Staatssekretär Peter Kurt Würzbach für den im Urlaub weilenden Minister vor den Mikrofone der Tagesschau um 20 Uhr. Auf die Frage, was hinter der Abberufung stecke, sagte er, dahinter steckt, um mit den Worten des Soldatengesetzes zu sprechen, dass zwischen dem Verteidigungsminister einerseits und dem General andererseits das Vertrauen, was man zueinander haben muss, gerade in einer solch ganz besonders herausgehobenen Funktion, zweiter Mann in der NATO, nicht mehr uneingeschränkt bestand. Und hier sieht das Soldatengesetz vor, seit allen Zeiten übrigens, dass ein solcher General oder Admiral dann in den einstweiligen Ruhestand geschickt werden kann. Auf das Sicherheitsrisiko angesprochen, wich Würzbach aus. Er sagte, es zirkulieren eine ganze Reihe von Behauptungen über unterschiedliche Dinge. Hier halten wir uns strikt an die Gepflogenheit, wie auch alle Regierungen vorher, in Personalangelegenheiten. Das gilt für den jüngsten Rekruten wie für den ranghöchsten und sehr betroffenen General vor der Öffentlichkeit aus Fürsorge, zum Schutz der Betroffenen keine Angabe zu machen, auch keine Behauptung zu bestätigen oder sie zu dementieren. Nicht zu bestätigen oder zu dementieren, sagte Würzbach. Und damit schloss er weder das eine noch das andere aus. Bei den aktiven Generalen rührte sich erstmal nichts. Am Folgetag musste Oberst Jürgen Reichert, der Sprecher des Ministers und Leiter des Informations- und Pressestabes, in der Bundespressekonferenz Auskunft erteilen. Die Bundespressekonferenz im Bonner Tulpenfeld war mäßig gefüllt. Und mit beinahe spielerischer Eleganz wiegelte Reichert die Fragen ab, ohne auch nur eine einzige zufriedenstellende Antwort zu geben. Frage: Hätte aber die Versetzung des obersten deutschen NATO-Generals in den einstweiligen Ruhestand nicht offiziell bekannt gegeben werden müssen, denn das ist ja nun ein Fall von hohem öffentlichem Interesse? Antwort Reichert: Müssen nicht, aber können. Der Minister hat sich entschieden, es nicht zu tun. Frage: In der Diskussion wurde gesagt, General Kiesling sei ein Sicherheitsrisiko geworden. Wodurch ist das jetzt gestehen? Antwort: Das mag in der Diskussion gesagt worden sein, von Seiten des Verteidigungsministeriums ist es nicht gesagt worden. Und so geht dieses Frage- und Antwortspiel
weiter bis zu der knackigen Frage: Wer hat denn letztendlich entschieden, dass Herr General Kießling auf diese Art bei Nacht und Nebel gegangen ist? Antwort Reichert: Von Nacht und Nebel kann sicherlich keine Rede sein. Soweit ich mich erinnere, war das Wetter Ende Dezember klar mit guter Fernsicht. Aber die Entscheidung des Ministers, die Entscheidung ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Minister und dem General gewesen. Reichert redete an diesem 6. Januar, wie auch in den Wochen danach, viel, aber faktisch sagte er gar nichts. Gerade durch sein süffisantes Schweigen heizte er in der Hoffnung, seinen Minister vor größerem Schaden zu bewahren, die Spekulationen an. Wenigstens seine Aussage zum letzten Punkt war zudem sachlich falsch. Die auf den 31. Dezember vorgezogene Entlassung Kießlings war keinesfalls das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Minister und dem General. Ganz offensichtlich hatten die im Ministerium festgelegte Marschroute keinen Erfolg. Allein auf der Grundlage von § 50 Soldatengesetz zu argumentieren, also keinen Entlassungsgrund zu nennen. Und je länger der Minister diese Argumentation beibehielt, umso mehr drohte er durch die kommende Berichterstattung in die Enge zu geraten. Januar, General Kießlings erster Angriff. Kießling begann an diesem Sonntag seine wohlvorbereitete Offensive jenseits der Boulevardmedien. Die Welt am Sonntag veröffentlichte sein zweites, nunmehr umfangreiches Interview. Titel: General Kießling zu seinem Fall, Fälschung oder Verwechslung. Hier waren alle für Kießling wesentlichen Fakten genannt. Er war verabschiedet worden, ohne dass ihm die belastbaren Unterlagen vorgelegt worden waren. Ursächlich dafür waren Vorwürfe der Homosexualität, zu denen der Minister bislang geschwiegen hatte. Dem General habe er ebenso wenig die Möglichkeit zur Widerlegung der Vorwürfe gegeben. Als pikantes Detail schrieb Geist, dass Kießling auch in Essen im Lokal Charlie verkehrt sei. Dazu entgegnete Kießling, er sei niemals zuvor in Essen gewesen, höchstens auf dem Bahnhof mal umgestiegen. Es fehlte auch nicht der Hinweis, dass Kießling zuletzt am 19. September mit Wörner gesprochen hatte. Seitdem herrschte Funkstille zwischen beiden. Die Zeitungen haben in diesen Tagen umfangreich darüber berichtet, vor allem die Boulevardmedien, Bild-Zeitung und der Kölner Express, die Homosexualität schnell und dicht thematisiert. Am 12. Januar nahm der Fall eine kuriose Wendung. An diesem Tag hatte der Anwalt Kießlings im Ministerium Unterlagen zum Fall, zum Disziplinarverfahren, das Kießling gegen sich beantragt hat, einsehen wollen. Man hatte ihm Unterlagen vorgelegt, bei denen wesentliche Passagen geschwärzt waren. Das hat Redeker gleich an die Presse weitergegeben. Ansonsten gab es an diesem Tag noch nicht so wesentlich Neues. Am Abend lud Oberst Jürgen Reichert 10 Journalisten zum zweiten Hintergrundgespräch in seine Kellerbar. Ihn plagten Zweifel, dass irgendwas an der Sache nicht richtig gelaufen war. Gegenüber Rüdiger Moniak von der Welt und dem Chef des Mönchverlages Manfred Sadlowski erlaubte ich mir zwei Andeutungen. Ich fürchte, dass der Minister auf eine falsche Spur gebracht wurde. Dann zieh doch die Reißleine, empfahl Sadlowski. Aber wie? Die Reißleine wurde demnächst an anderer Stelle gezogen. Udo Röbel, Redakteur beim Kölner Express, hatte inzwischen, nachdem er von Redeker die Namen der Kneipen erhalten hatte, eine Person ausgemacht, die als Doppelgänger verstanden werden könne. Bei einem Recherchebesuch im TomTom hatte Röbel das Bild gezeigt, das mittlerweile alle Journalisten in Deutschland kannten. Ja, den kennen wir. Er ist der Jürgen, der ist Wachmann bei der Bundeswehr. Nach dem hat er schon die Polizei gefragt. Natürlich war klar, dass Kießling nicht mit Klarnamen in solchen Kneipen erscheinen würde. Also Nachfrage. Und der ist wirklich Stammgast hier? Ja, der kommt jeden Dienstag, sitzt da hinten und trinkt Whisky-Cola. Also vorgestern Abend auch? Der Buffetier und sein Geschäftsführer bleiben bei ihrer Aussage. Aber das konnte ja nicht stimmen, denn Kießling lag ja in München im Krankenhaus.
Nach der Vorabmeldung an die Agenturen überschlugen sich die Ereignisse. ARD-Korrespondent Ulrich Deppendorf erschien mit Kamerateam in der Redaktion und an der Rotationsmaschine wurden für die Tagesthemen die passenden Bilder gedreht. Die Polizei war offensichtlich einem Doppelgänger aufgesessen. Beim Kontrollbesuch am folgenden Dienstag sei Röbel Jürgen Baum, ein Wachmann, früher bei der Bundeswehr, nun bei einer zivilen Wachfirma, wohnhaft im Bergischen Land, wie oft an der Theke sitzen. Baum und Kiesling sahen sich einigermaßen ähnlich, bei den örtlichen Lichtverhältnissen waren sie durchaus zu verwechseln. Nur mochte es anfänglich niemand bestätigen. Kiesling notierte, vorgewarnt von Redeker, an diesem Tag in sein Tagebuch 21 Uhr Anruf Redeker. Er ist sehr ruhig, hatte mit seinem Sozius Professor Hans Daas getroffen. Redeker riet Kiesling, die späten Nachrichtensendungen zu schauen. 21.45 Uhr, Heute-Journal. Wieder ein strammes Auftreten des Ministers, Verwechslung sei ausgeschlossen. Dann aber kam erster Hinweis auf Doppelgänger. 22.30 Uhr, Tagesthemen, die Sensation. Erst die Stellungnahme des Ministers, dass jedwede Verwechslung ausgeschlossen sei. Dann präsentiert der Kölner Express seine Ausgabe für morgen. Chefredakteur Röbel berichtet vom Doppelgänger. Das ist die Wende. Der bis dahin vollkommen unbescholtene Junggeselle und nunmehrige Doppelgänger Jürgen Baum sollte, nachdem die Bild sein Bild in der Presse verbreitet hatte, einige persönliche Wirren durchmachen. Die Kölner Polizei hatte ihn bereits am Nachmittag des 10. Januar, einem Freitag, zu ein paar Fragen auf ihr Präsidium geholt. Auf freiwilliger Basis, sagte Baum später. Er erzählte, dass er 2 bis 3 Mal in der Woche ins TomTom gehe und auch andere Lokale der Kölner Homoszene aufsuche. Nach 2 Gegenüberstellungen, zuerst mit dem Geschäftsführer des TomTom und später möglicherweise mit einem zwielichtigen ehemaligen Gastronomen und früheren Ordensbruder, fuhr die Polizei Baum morgens um 2:30 nach Hause. Am Folgetag brachte sie ihn dann nach Linz am Rhein. Dort versteckten sie in Zimmer 21 im Hotel Gut Frühscheid, zwischen Wäldern und Wiesen, ein paar Kilometer von Linz entfernt, und verpassten ihm den wohlklingenden rheinischen Namen Leo Schmitz. Unter Aufsicht eines Kriminalbeamten sollte er so für einige Zeit aus der Öffentlichkeit entfernt werden. Der Stern berichtete ferner, dass der Aufenthalt im Hotel für eine Woche 650 Mark sowie 100 Mark Taschengeld gekostet habe. Zwischendurch konnte Baum auch mal Spaziergänge machen, in der Sauna schwitzen, und der Polizeibeamte machte mit ihm auch Touren übers Land. Dazu hatte Baum aber gar keine Lust. Die Presseberichterstattung schoss sich auf den Minister ein, weil er immer weniger Antworten auf die Fragen geben konnte, welche Beweise einer angeblichen Homosexualität vorliegen. Am 20. Januar kam es dann zum Super-GAU, der wenige Tage später erst bekannt wurde. Exkurs: der schweizerische Rohrkrepierer. Im Militär sind Rohrkrepierer nicht nur Fehlfunktionen an Geschützen, sondern auch im übertragenen Sinne Ereignisse, die so nicht oder besser nie stattfinden dürfen. Hinterher hat der Verursacher den Schaden zu tragen oder, wie bei der Artillerietruppe bei den Feiern zum Namenstag der Schutzpatronin der heiligen St. Barbara, den Spott aller auszuhalten. Als solches ist im Nachhinein auch beschreibbar, was am 20. Januar im Ministerium stattfand und am 24. Januar die Öffentlichkeit erreichte. Alexander Ziegler war ein in der Schweiz lebender und damals schon wegen einer homosexuellen Beziehung zu einem Minderjährigen vorbestrafter Schauspieler, Dramaturg und Schriftsteller. Am 16. Januar schrieb er dem Minister Wörner, er sei in Sachen Kiesling in der Lage, wichtige Aussagen zu machen, wobei ich Sie bitten möchte, diese vorerst vertraulich zu behandeln. Aus Gründen der persönlichen Sicherheit, um die ich allenfalls zu fürchten habe, möchte ich meine diesbezüglichen Aussagen nur in Ihrem Beisein und im Beisein von Herrn Bundeskanzler Kohl machen. Er könne es nicht mit seinem Gerechtigkeitsempfinden vereinbaren, dass ihn und Herrn Bundeskanzler Kohl im vorliegenden Fall unredliches Verhalten und Unfairness vorgeworfen wird. Wenn Sie für meine persönliche Sicherheit garantieren können, bin ich bereit, meine Aussagen in Ihrem Beisein durch einen Notar eidesstattlich festhalten zu lassen.
Auf Staatskosten flog Alexander Ziegler am 20. Januar von Zürich nach Köln, wurde vom Adjutanten des Ministers mit dem Ministerwagen abgeholt und persönlich und anonym vom Minister auch empfangen. Dabei war ein Bekannter von ihm, Oberst Dahl, der die Ermittlungen im Disziplinarverfahren zu bearbeiten hatte, der Büroleiter des Ministers und ein Rechtsanwalt aus Düsseldorf, der früher schon mal mit Ziegler zu tun hatte. Ziegler präsentierte nun die Abschrift eines Tonbandmitschnitts, aber nicht die Tonbandspule an sich. Man konnte nicht hören, was darauf gesprochen sein sollte. In diesem 28-seitigen Dokument steht Folgendes zu lesen. Achim Müller aus Düsseldorf habe Ziegler im Februar 79 angerufen und ihm für 35.000 Mark eine heiße Story über ein intimes Verhältnis zu einem hohen Tier bei der Bundeswehr angeboten, mit Namen Günther Kiesling. Der habe Müller zur Tilgung eines Darlehens 3.700 D-Mark gegeben. Als Müller weitere 1.500 D-Mark forderte, soll Kiesling dies abgelehnt und von Erpressung gesprochen haben. Es soll demnach nicht zu weiteren Zahlungen gekommen sein, wenn überhaupt. Ziegler empfahl Müller nach eigenen Worten damals einen Düsseldorfer Rechtsanwalt und sollte sich später wegen des Verkaufs der Story melden. Wenige Tage später ging es in einem Gespräch um die eigentliche Story, die durch diese Tonbandmitschrift dokumentiert sein soll. Zum Ankauf der Story kam es zwar nicht, weil der Verlag in mehrere kostspielige Prozesse verwickelt gewesen sein soll. Dennoch, im Mitschnitt erklärte Achim Müller, dass er Kiesling 1978 kennengelernt habe, mehrfach mit ihm gepennt und dafür Geld erhalten habe. Denkst du vielleicht, ich mach's umsonst? Mit so einem Kerl bestimmt nicht. Kiesling habe demnach einen vermögenden Eindruck gemacht und sei piekfein angezogen gewesen. Ganz nebenbei. Alles mag Kiesling gewesen sein, das aber nun nicht. Viele Zeitzeugen erinnern sich, dass er sich aus stilvoller Bekleidung gar nichts machte. Nach Dienst genügte der Pullover über dem Uniformhemd, neu musste er auch nicht sein. Erst nach seinem aktiven Dienst kleidete ihn der Frankfurter Unternehmer Moritz Hunzinger ein. Bei ihm war Kiesling damals Aufsichtsrat und gute Kleidung quasi Voraussetzung für den dortigen Tagesdienst. Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen Müller, entgegnete er, dass er auch seine Identität offenlegen würde. Das genügte Ziegler offensichtlich. 20, 30 Mal, weiß nicht mehr so genau, will sich Müller mit Kiesling getroffen haben, darunter zweimal im Sheraton Frankfurt. Dort habe er sich als Dr. Brack eingeschrieben. Das habe Müller einmal an der Rezeption beim Über-die-Schulter-Schauen gesehen. Sie haben beide in Düsseldorf im Hilton übernachtet. Die Zielperson Dr. Brack beschrieb Müller als ziemlich unsicher, muss ich sagen. Ängstlich, ja, ängstlich war er schon. Hat sich immer umgeguckt, ob ihm einer nachschaut. Später soll eine dritte Person diesen Dr. Brack mit »Grüß Gott, Dr. Kiesling« begrüßt haben. Ich habe ihn dann gefragt, warum er sich mir gegenüber nicht zu erkennen gibt. Saufen, wichsen, okay, aber seinen Namen nicht nennen, da ist doch was faul, oder? Er hat dann gesagt, dass er der Dr. Günther Kiesling von der Bundeswehr sei, aber das soll ich gleich wieder vergessen, sonst könnte er Ärger kriegen. Diese Geschichte wird im Beisein eines Notars fotokopiert, beglaubigt und besprochen. Der anwesende Anwalt aus Düsseldorf sagt, naja, richtig gerichtsfest ist diese Aussage aber nicht. Das müssen Sie schon mir überlassen, sagte Wörner. Ich bin schließlich Volljurist. General Wolfgang Altenburg war erschüttert über diesen Zeugen und dessen Anwesenheit im Ministerbüro, von der er erst im Laufe des 20. Januar erfuhr. Er ging später an diesem Tag noch einmal zu Wörner und sagte ihm sinngemäß, wenn Sie, Herr Minister, auf diese Art die Untersuchung fortsetzen, müssen Sie sich einen anderen Generalinspekteur suchen. Nach Rückkehr in sein Büro sprach er mit seinem Adjutanten Oberst im Generalstabsdienst Jürgen von Falkenhayn über diesen Dialog, der Wörner schwer treffen musste. Der Generalinspekteur, wie auch immer man das Gesagte interpretierte, setzte sich vom Minister ab. Würde dies öffentlich, wäre es für Wörner der sichere politische Tod gewesen. Am gleichen Abend beauftragte Wörner Peter Wolf, den Rechtsberater des stellvertretenden Generalinspekteurs, mit einer juristischen Bewertung der bisher vorliegenden Informationen.
Die Story zog allerdings weite Kreise. Am 24. erschien im Schweizerischen Blick, der dortigen Bild-Zeitung, ein großer Bericht mit seitenlangen Auszügen aus dem Papier, das Ziegler dem Minister übergeben hat. Während dieser Tage weilte der Bundeskanzler zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in Israel, wurde dort natürlich jeden Tag dazu befragt, hielt sich aber kontinuierlich zurück. Er werde sich im Ausland nicht zu innenpolitischen Themen äußern. Klaus-Jürgen Haller, aus langjähriger Erfahrung im journalistischen Milieu, mit allen Höhen und Tiefen seiner Kollegen bekannt, kam zu einem vernichtenden Urteil über die Politiker und seine Boulevardkollegen. Er schrieb: Boulevardblätter bestimmen die Richtlinien der Politik. Erst Express, Bild, jetzt Blick. Und damit ist der Gipfel erreicht. 4,5 Stunden war am vergangenen Freitag ein windiger Schweizer namens Andreas Ziegler, Weiland Chefredakteur eines homosexuellen Blättchens, um Seichtes aus dem Milieu und aus zweiter Hand an den Mann zu bringen im Ministerium. In Düsseldorf will ein Strichjunge schon vor Jahren Erfahrung mit Dr. Kiesing gehabt haben, einschlägige, versteht sich. Dass Wörner höchstpersönlich anwesend war, zeigt seine Unfähigkeit, mit dem selbstgestrickten Skandal fertig zu werden. Noch schlimmer war allerdings, dass bei dieser Unterredung auch der Kanzleramtsminister Professor Dr. Waldemar Schreckenberger, wie Wörner sagte, für den Bundeskanzler anwesend war. Die Lage wurde immer trostloser. Vollkommen unterging und von niemandem richtig beobachtet, war, dass am 19. Januar der Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl den Justiziar der CDU-CSU-Fraktion, Paul Mikat, zu Kieslings Anwalt schickte, um mal zu erfahren, was dort wirklich los ist. Der sogenannte Parlamentär. Als Kohl am 29. Januar aus Israel zurückkam, bestellte er für den 30. Januar Wörner zu sich ein. Der stand nun nach der Presseberichterstattung und infolge vollkommener Beweisnot mit dem Rücken an der Wand. Er bot dem Bundeskanzler seinen Rücktritt an, hat dies offensichtlich auf einem formlosen Blatt Papier handschriftlich skizziert, was Kohl zur Kenntnis genommen und dem Schredder übergeben hat. Am Folgetag wurde in kleinerer Runde mit den Parteivorsitzenden Genscher und Strauß die Rehabilitation Kieslings beschlossen, die am 1. Februar 1984 vollzogen wurde. Der Protokollchef des Bundesverteidigungsministeriums, Oberst Paul Werner von der Schulenburg, war beauftragt, Kiesling mit dem Auto des Generalinspekteurs inklusive der für Generale in seinem Rang üblichen roten Markierungstafel vorne rechts am Schutz an der Stoßstange bei seinem Anwalt abzuholen und auf die Harthöhe zu fahren. Seine anschaulichen Schilderungen zu dieser besonderen Fahrt offenbaren auch Kieslings besonderen Charakter. Unter großer Verschwiegenheit gegenüber dem Referat organisierte ich die Abholung mit Begleitkraftfahrzeug. Wir sollten ihn ohne Presse aus der Privatwohnung des Anwalts in Mehlem abholen. Die Anfahrt gelingt, da wir an die Hintertür heranfahren. Keine Presse. Pünktlich stehe ich vor dem Haus. Plötzlich springen viele Fotografen aus seinem parkenden Auto und gehen in Stellung. Kiesling kommt, als ich am Gartentor klingel. Er wirkt klein, scheu, ist allein, in Uniform, ohne Handschuhe, mit einer kleinen Aktentasche, in die ich ihm später die 2 Urkunden legen soll. Ich melde mich bei ihm, er ist freundlich, begrüßt mich fast herzlich, die Fotografen umschwirren ihn, er scheint nichts dagegen zu haben und besteigt seinen Wagen langsam, ein wenig posierend. Ich setze mich links neben ihn. Kaum gestartet beginnt er das Gespräch. Ich sah sein Kronzeuge, dass er mit Geld nicht kleinlich sei. Erinnert daran, an eine großzügige Abmachung, die er gestern mit dem Generalleutnant von Sandrat im NATO-Hauptquartier Shape getroffen habe, indem er diesem aus der Dienstaufwandsentschädigung jährlich 10.000 D-Mark zur freien Verfügung zahlen wolle. Er ließe mit sich über alles reden, nur nicht über erstens, er sei geizig und zweitens, er sei schwul. Er lege auch Wert darauf, dass ihm jetzt alles zukommen, was ihm auch zustehe. Abschiedsbesuche, großer Zapfenstreich. Dieser werde nicht in Bonn, sondern bei seinem früheren Bataillon in Neustadt bei Marburg vollzogen.
Auf dem Weg zur Kaserne wollte Schulenburg Kießling durch ein Nebentor ins Ministerium bringen. Kießling beharrt aber auf das Haupttor. Pünktlich kamen sie dort an. Dort versperrte eine Menge Reporter die Einfahrt. Kießling ließ halten und antwortete auf Fragen der Journalisten, er sei glücklich, dass der Rechtsstaat sich durchgesetzt habe. Er erwartete eine Ehrenerklärung, machte keine Vorwürfe. Ich schob ihn wieder ins Auto. Da sagte er, das waren zeitweilig meine einzigen Verbündeten. Leider stand am Eingang nicht wie verabredet Brigadegeneral Behrendt, sein alter Freund, der gerade den Büroleiter des Ministers vertrat. Kießling blieb einen Augenblick im Auto, um Behrendt die Möglichkeit zu geben, ihn zu begrüßen. Leider blieb er aus, sodass wir in den Eingang treten. Dann ging es hoch ins Ministerbüro. Dort standen Altenburg, der General Schalupa, Staatssekretär Dr. Rühl und der Inspekteur des Heeres, General Glanz. Kurze Begrüßung, Stillschweigen. Bei dieser Verabschiedungszeremonie gab es jetzt zwei Urkunden, nämlich erst eine zur Wiedereinsetzung des Generals AD Dr. Günther Kießling in den Dienst und nach einem danach folgenden kurzen Gespräch mit Wörner die zur Zurruhesetzung. Schulenburg beobachtet etwas ganz Markantes, was die Generalität der Bundeswehr eher noch mehr blamierte, als ihr vorheriges Nichtstun schon getan hat. Er schreibt kurz: Wie stets kam auch heute der Minister zu spät, schnellen, ausholenden Schrittes, kreideweiß, hart im Gesicht. Er stellte sich vor die eingereihten Herren, Glanz, Altenburg, Kießling, Schalupa und Dr. Rühl, und verlas mit leiser Stimme die Urkunde des Bundespräsidenten, wonach Kießling wieder eingestellt wurde. Kurzer Handschlag, zwei Fotoblitze, Schweigen. Kießling trat einen Schritt vor, zögernd, darauf der Minister, er wolle nach diesem offiziellen Akt noch persönlich versichern, dass Kieslings persönliche Integrität nie in Zweifel gezogen habe. Er wisse, dass Kießling schwere Woche haben durchmachen müssen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Wörner sich entschuldigt hat, schrieb Schulenburg dazu. Wörner hätte nie den Vorwurf über Kieslings Intimsphäre geäußert. Sekt, Häppchen, zunächst Schweigen. Altenburg zunächst, dann Schalupa, Glanz und Rühl geben Kießling die Hand. Plötzlich ein Vorgang, der mich fast zum Bersten bringt. General Schalupa, damals Oberbefehlshaber Europa Mitte der NATO, ergreift das Wort. Er wolle im Namen der Generale, die nicht im Bundesverteidigungsministerium oder hier mit dem Fall unmittelbar befasst waren, Kießling sagen, dass auch sie glücklich über den Ausgang seien. Sie hätten immer an sein Ehrenwort geglaubt, andererseits aber auch dem Bundesminister vertraut. Es folgt noch einiges zusammenhangloses Zeug. Altenburg wirkte versteinert. Der Bundesminister schaute mich zufällig an. Ich schüttelte ganz leicht den Kopf, schreibt Schulenburg. Er nickte. Eine sehr kurze Verständigung über diesen ungeheuren Vorgang. So verlieren die Generale die Achtung unserer wohlmeinenden Politiker. Kießling wurde beamtenversorgungsrechtlich wieder so eingesetzt, als sei die Entscheidung seiner Entlassung zum 31. Dezember nie erfolgt. Er kam auf eine Planstelle als Berufssoldat mit der Besoldungsgruppe B10. Formal war alles wieder gerade gezogen worden. In einem kurzen 30-minütigen Gespräch hat Kießling Wörner nochmal darauf hingewiesen, was er alles falsch gemacht hat, vor allem, dass man eben nicht die kommentarlose Versetzung in den Ruhestand nach § 50 des Soldatengesetzes einfach durchgezogen hatte. Über diese Wiederernennung des Generals gab es keine Bildberichterstattung. Medienvertreter waren nicht eingeladen und erst am 16. Februar brachte die Illustrierte Bunte ein Bild, das von einem Fotografen der Bundeswehr geschossen worden war. Der Redakteur Hans-Hermann Tietje schrieb unter dem Titel »Versöhnung nach Vorschrift«: Schauen Sie sich dieses Bild bitte einmal genau an. Es zeigt eine Szene von unendlicher Traurigkeit. Den vier Personen ist sie ins Gesicht geschrieben. Öffentlichkeit jedweder Form war ausdrücklich nicht erwünscht. Jetzt sehen Sie das Bild in Bunte. Sie sehen, wie frostig es zuging, als die Ehre des Generals Dr. Kießling, den man als Sicherheitsrisiko hinausgeworfen hatte, auf ausdrückliche Weisung von Bundeskanzler Helmut Kohl wiederhergestellt wurde.
Was macht Kohl an diesem Tag? Die Bundespressekonferenz im Bonner Tulpenfeld war zum Bersten gefüllt, als Kohl sie um 14.30 Uhr betrat. Außer zahllosen Journalisten waren selbst die Gänge von sitzenden Zuhörern belegt. Die Fernsehkameras und Mikrofone auf dem Pult konnte man nicht mehr zählen. So viele hatte der Saal noch nie erlebt, obwohl er in den letzten Wochen stetig voller wurde. Da brach Gelächter aus, titelte die Saarbrücker Zeitung am 2. Februar, nachdem Bundeskanzler Kohl in der Bundespressekonferenz das qualvolle Ende einer Affäre verkündet hatte. Der Kernaussage des Monologes galt das Gelächter. Er sagte: General Kießling hat bittere Wochen durchmachen müssen. Aber auch für Manfred Wörner war dies eine Zeit, an die er sicherlich noch lange in seinem Leben zurückdenken wird. Unglücklicher und zweideutiger konnte sich der aufgeräumt wirkende Kanzler nicht ausdrücken. Die Rehabilitierung des Generals Dr. Günther Kießling beendete einen dreiwöchigen Medienhype, der sich vom General sukzessive zum Minister verlagert hatte und nunmehr vorläufig sein Ende gefunden hatte. Er war, wie eine Zeitung titelte, eine Beerdigung dritter Klasse für einen Bonner Skandal. Ja, Herr Dr. Möllers, herzlichen Dank für diese eindrucksvolle Lesung, die ja ziemlich gut, finde ich, zusammenfasst, was diese Affäre ausmacht. Am Schluss, so fängt Ihr Buch ja an, gab es dann doch noch den großen Zapfenstreich, der für Kießling ja ganz wichtig war. Ich habe hier nochmal ein Bild davon neben dem Minister. Ich kann mich noch gut daran erinnern, was da in den beiden vorgegangen sein muss, als dieses Bild entstand, als dieser Zapfenstreich stattgefunden hat. Das mag dahingestellt sein. Aber Sie haben geschrieben, dass diese Affäre Kießling die größte Affäre in der Bundeswehr eigentlich war. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Was macht diese Einschätzung aus? Also die Bundeswehr hat ja ein reichhaltiges Portfolio an Pannen, Affären und Skandalen, Ministerrücktritten und sonstigen Versäumnissen. Aber das besonders Bemerkenswerte ist, dass hier innerhalb von 4 Wochen ein Skandal rauf und runter eskaliert wird, der ganz wenige Akteure kennt. Und dass man hier im Gegensatz zu schlecht gelaufenen Rüstungsgüterbeschaffungen beispielsweise jeden einzelnen Verantwortlichen eindeutig identifizieren kann. Hier kann man ganz klar feststellen, der Minister hat die Situation vollkommen unterschätzt, hat eine elegante Lösung gewollt. Der Staatssekretär hängt sich an Paragraphen auf und übersieht und überhört wissentlich alle wohlmeinenden Ratschläge, es bei der eleganten Lösung zu belassen. Der MAD ermittelt schlampig ohne Ende und letztlich werden sie von einem auf dieser Medienklaviatur wunderbar spielenden General unter Anleitung seines Anwalts schlichtweg an die Wand gefahren. Und das Ganze in nur 4 Wochen rauf und runter zu erleben ist einzigartig, aber die Größe dieses Skandals macht es eben aus, dass es im Grunde genommen ein Skandal um einen Nichtskandal ist. Denn der General Kießling war nie homosexuell und niemand hat sich Mühe gemacht, dieses Gegenteil zu beweisen. Beziehungsweise es gab genügend Indizien, dass er es eben nicht ist. Da wollte man aber nicht hinschauen. Ja, wir haben eine Zuschauerreaktion, einen Kommentar in unserem Livestream. Da schreibt jemand: Ich kann es kaum glauben, dass dies Anfang der 80er Jahre so war. Heute haben wir Transgender-Bataillonskommandeure. Wie war die Zeit? Was sagt diese Affäre über die Situation, über den Umgang mit Homosexualität und Homosexuellen in der Bundeswehr damals Anfang der 80er Jahre? Wie war da die Situation? Ist die Affäre Kießling symptomatisch dafür oder was erzählt sie uns über diese Situation? Ohne dass ich Jurist oder
Soziologe bin, der diese Phänomene besonders untersucht. Das Bemerkenswerte für mich ist einmal, die Bundesrepublik hat im Strafrecht diesen Paragraph 175 so übernommen, wie ihn die Nationalsozialisten nach 1933 verschärft haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, diese in der Vorschriftenlandschaft der Bundeswehr immer so bezeichnete abnorme Veranlagung bestand im Grunde genommen bis kurz nach der Affäre Kießling sofort, weil die Sicherheitsrichtlinien der Bundeswehr nie mit dem Strafrecht in Einklang gebracht worden sind. Das heißt, die Liberalisierung des Strafrechts in den 70er Jahren, gerade in der sozialliberalen Koalition, sind an diesen Sicherheitsvorschriften spurlos vorübergegangen. Und erst nach der Affäre kam es zu einem leichten Einlenken. Bis dahin waren homosexuelle Soldaten in der Bundeswehr nur dann, in Anführungszeichen, gut aufgehoben, wenn sie ihre Homosexualität für sich behalten haben oder diese nicht bekannt wurde. Und erst nach der Affäre, also wirklich 6 Wochen nach der Rehabilitation von Kießling, gibt es einen entsprechenden Runderlass für die Personalführung, dass also Homosexualität allein kein Entlassungsgrund ist.